Endlich hat der deutsche Staat mal knallhart durchgegriffen. Ein Tag vor Beginn der Pfingstferien wurden an deutschen Flughäfen dreiste kleine Schulschwänzer von der Polizei erwischt und erschossen. Entschuldigung, ermahnt. Ermahnt. Ja, vom neu gegründeten Bundesschwänzschutz. Ist ein neues SEK. So. Das ist mal sinnvoll angelegtes Steuergeld, finde ich. Und schuld waren wie immer die Eltern. Ist ja klar. Weil der Billigflug nach Barcelona einen Tag vor den Ferien 3 Euro weniger kostet. Alle irre. Immer öfter und immer preiswerter Reisen ist ein weltweiter Trend. Und dieser Trend hat Folgen. An vielen Wochenenden sind die Billigflieger randvoll mit Partytouristen. Wissen Sie, da heißt es, im unwahrscheinlichen Fall eines Stimmungsabfalls fallen frische Bierdosen von der Decke. Das kann Leben retten. So, und die Ureinwohner an beliebten Reiseorten, so wie jetzt zum Beispiel über Pfingsten, die können einem echt nur noch leid tun. In Venedig zum Beispiel. Das hier ist unsere Aktion, um die Leute davon abzuhalten, auf die Straße zu pissen. Piss nicht auf die Straße, sonst filmen wir dich und du bist bei YouTube. Und dann kann jeder sehen, wie klein dein Penis ist. Oder wie groß, ne? Ist ja auch eine Chance. Doch genug von mir. Anderes Beispiel, Amsterdam. Ne? Amsterdam, da möchte man auch nicht mehr wohnen. 900.000 Einwohner, aber 18 Millionen Touristen pro Jahr. Oder Berlin, genauso schlimm, 13 Millionen Touristen. Wenn in Städte, wo ohnehin Wohnungsnot herrscht, auch noch Besuchermassen einfallen, dann werden die Touristen irgendwann zu einer Airbnb-biblischen Plage. Ja. Ja, an diesem Wortspiel haben 6 Autoren eine Woche gearbeitet. Ja. Ferienwohnungen bringen dem Vermieter 4-mal so viel Kohle wie normale Mietverhältnisse. Das ist das Problem. Und Airbnb macht natürlich auch echt clevere Werbung, muss man zugeben. Da sieht man dann, was die Kunden auf der ganzen Welt für tolle Aussichten haben beim Blick aus der Wohnung. Nix blöder Tourist, da lebst du quasi in der fremden Stadt. Das ist voll urban. Ja. Leider sieht die Realität anders aus. Hier, das sehe ich, wenn ich zu Hause aus meinem Fenster gucke, dank Airbnb.